Ja, hallo Jungs, jetzt bin ich hier beim Peter in seinem Laden und ich habe jetzt gerade eine Viertelstunde gebraucht, um meine Tränen zu trocknen. Es ist unfassbar, was es hier alles Schönes gibt. Um das zu erklären, gehen wir jetzt ein bisschen tiefer. Nochmal zur Erinnerung, unser Museumprojekt hat auch mit dem Modell hier angefangen. Das ist auch ein kleines Fahrzeugmodell und das hat dann die Idee entwickelt, dass wir das Ganze als reales Projekt machen. Und ich habe gerade gelernt, du baust diese Teile, Peter. Richtig, richtig, richtig. Bauen heißt, ich nehme vorhandene Bausätze, die es weitgehend aus dem Ausland gibt. In Deutschland war das nie ein Thema. Das heißt, es gibt einen einzigen deutschen Produzenten. Alles andere kommt aus Italien, aus Frankreich, aus England. Ne? Bausatz heißt, es sind die Einzelteile, um ein Modell zu erstellen. Man muss also, ich zeige das vielleicht mal am originalen Bausatz, besteht aus Einzelteilen, Kleinteilen, hochwertige Ätzteile, die Details darstellen. Und das Modell selbst ist aus Weißmetall oder in dem Fall aus Resin. Das ist ein zwei Komponenten hochwertiger Kunststoff. Na, jetzt geht es natürlich nicht auf. Geht. Nee, das ist kaputt gegangen. Nee, das geht nicht. So. Hochwertiger Kunststoff. Dieses Modell ist schon leicht bearbeitet und grundiert. Das heißt, man spachtelt kleine Lufteinschlüsse zu, schleift das Modell, entgratet es, was ein Handarbeitsmodell ist, heißt aus einer Silikonkautschukform erstellt, nicht aus einer Stahlform, deshalb erheblich günstiger zu produzieren, wegen der kleinen Stückzahl. Und dann wird es grundiert, lackiert und dann eben zusammengebaut. Sehr hochwertig, weil die Teile sehr oder viel filigraner sind als halt von einem Industriemodell. Also praktisch wie beim großen Auto Ja, auch die gleichen Arbeitsschritte. richtig, genau. Schleifen, polieren. Richtig, genau das. Ja, Wie lange ja. sitzt du denn in so einem? Es fängt an bei 5 Stunden, ist abhängig von der Qualität, die man erreichen will. Ne? Ich kann 2 Schichten lackieren, Minimum, ich kann aber auch 5 Schichten lackieren. Ne? Das Ergebnis ist dann um Längen besser. Ne? Was war denn dein Meisterstück? Was würdest du als dein Meisterstück habe ich in Formel 1 gebaut aus 450 Teilen in diesem Maßstab. Übrigens noch eins da stehen, können wir gerne angucken. Ja, ist das hier direkt oder so? Ja. Das. Und jetzt sehen wir den Formel-1-Renner. Das ist mein Meisterstück, wie ich es nenne, in Maßstab 1 zu 43, besteht aus einem Bausatz, der 425 Teile beinhaltete. An diesem Modell ist jede Niet wirklich eine Niet, nicht ein Tupfer Silber, sondern wirklich ein Niet. Ne? Allein der Heckflügel, der besteht aus 35 Teilen, Einzelteilen, die man zusammenfügen muss, wird gemacht mit Kleben, Löten, Lackieren. Die Radaufhängung ist auch jeweils geschraubt, nicht verklebt, wie im Original, nur eben 43-fach verkleinert. Ne? Peter, ganz, ganz, ganz großen Respekt Ja, für deine Arbeit. danke Ich bin schön, danke fasziniert schön. und ich freue mich, dass du dir Ja, zur Verfügung gestellt hast für diese gerne, Frage. gerne.